So, Durchsuchen eines Graphen. Wie können wir denn systematisch so einen Graph durchsuchen? Also wir möchten jetzt beispielsweise irgendwas für alle Knoten machen. Irgendeine Operation auf allen Knoten durchführen und natürlich vermeiden, dass wir ständig irgendwelche Knoten sozusagen wieder am Wickel haben und da was mitmachen. Dass wir also Knoten nur ein einziges Mal besuchen, aber sicherstellen, dass wir schon jeden Knoten erreichen. Also Aufgabe, systematisches Durchlaufen eines Graphen. Und das kann heißen, dass wir beispielsweise Operationen auf Knoten ausführen und oder auf Kanten. Und natürlich verhindern möchte, dass diese Operation mehrfach auf einem Knoten oder einer Kante ausgeführt wird. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Aufgabe, ein Labyrinth zu durchlaufen, immer rechts laufen. Ja, aber ich möchte sozusagen an einem bestimmten Ausgang irgendwie rauskommen. Und wie stellen Sie fest, ob Sie denn an einer Wand schon mal waren? Die Dinge, denen wir begegnen, würden wir irgendwie markieren. Das könnten wir ja hier im Prinzip genauso machen, ne? Wir möchten irgendwas mit den Knoten machen. Idee: Markiere Knoten, die bereits besucht wurden. Ja, und das Ganze tun wir natürlich. Wir wollen Knoten nicht mehrfach bearbeiten. Weil wenn wir uns davor nicht schützen würden, was könnte ansonsten passieren, wenn wir so einen Kreis haben in so einem Graphen und uns immer wieder von einem Knoten aus losbewegen und dann irgendwann bei diesem Knoten wieder landen, könnte das sein, dass wir auf so einen Kreis laufen und wenn wir uns das nicht merken, dann läuft unser Algorithmus potenziell endlos. Das ist nicht gut. Durchsuchen eines Graphen. Wir starten unseren Algorithmus, fangen da irgendwie mit einem Knoten an, den geben wir da rein. Ja, und das Untersuchen des Knotens besteht dann daraus, dass wir alle von diesem Knoten ausgehenden Kanten quasi bearbeiten und uns sozusagen die Knoten, die wir von einem Knoten aus erreichen können, und sozusagen auf irgendwie in so eine Liste schreiben der Knoten, die noch zu bearbeiten ist. Wir würden initial alle Knoten mit dieser Markierung versehen. Nur ein Knoten bekommt den Zustand, und zwar der Startknoten, discovered. Wenn wir dann einen Knoten bearbeiten, untersuchen wir im Prinzip jede Kante, die von einem Knoten aus ausgeht. Und das machen wir systematisch. Wir gucken uns nämlich nur die Nachfolgeknoten an, die noch den Zustand in undiscovered haben. Wenn wir das Ganze systematisch machen wollen, dann brauchen wir irgendwie eine Datenstruktur, um die Knoten zu speichern, die wir dann noch bearbeiten wollen. Ganz am Anfang, als wir uns mit den abstrakten Datenstrukturen auseinandergesetzt haben, hatten wir, glaube ich, angefangen einmal mit dem Stack und der Queue. Das ist irgendwie die Idee. Und zwar anfangend mit einem Startknoten. Den schreiben wir hier in unsere Datenstruktur rein. Und dann gucken wir uns an, was geht denn von diesem Knoten aus? Und die dann erreichten Knoten schreiben wir quasi hier als nächste in unsere Datenstruktur rein. Und so setze ich das weiter fort. Also das war jetzt beispielsweise hier unser Startknoten. Er kriegt diesen Zustand discovered. Ich mache das in so einem Stack. Das ist irgendwie Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3, Knoten 4, 5, 6. Ja, da würde ich jetzt den Knoten 1 in meinen Stack reinschreiben. Das ist sozusagen der Arbeitsvorrat der noch zu bearbeitenden Knoten. 9 Knoten schreibe ich dadurch rein, indem ich mir die von dem aktuellen Knoten ausgehenden Kanten angucke, also diese und diese. Ja, mir angucke, was hat der für einen Zustand. Und den muss ich eigentlich nur dann neu aufnehmen, wenn der den Zustand undiscovered hat. Ja, dann würde ich also irgendwie den sozusagen rausschmeißen und dafür den Knoten 2 reinschreiben. Und je nachdem, wie ich dann den Ablauf im Detail organisiere, würde ich vielleicht die 3 oben drauf schreiben. Ja, also wenn ich diese Kante noch betrachte. Die würden im Prinzip den Zustand ändern, von undiscovered auf discovered gehen. Und sobald ich hier alle Kanten bearbeitet habe, ist der oder gelangt der in diesen Zustand completely explored. Also wenn ich alle Kanten, die von einem Knoten ausgehen, bearbeitet habe, ändert er den Zustand, der ist fertig. Ja, und dann nehme ich mir sozusagen den nächsten hier runter. Das wäre dann Knoten 3 und ich würde mir diese und diese Kante angucken. Jede Kante 2-mal. Ja, also nicht irgendwie beliebig oft, sondern konstante Häufigkeit. Sie erinnern sich noch, was ich Ihnen damals beim Durchlaufen des Baumes erklärt hatte. Was passiert, wenn ich eine Queue verwende? Was passiert, wenn ich einen Stack verwende? 2 Dinge können passieren. Es wird entweder eine Breitensuche, das heißt, ich gehe in die Breite, oder ich mache eine Tiefensuche und gehe sozusagen erst in die Tiefe. Bei einer Tiefensuche, ich fange mit dem Knoten an. Dann würde ich mir eine Kante rausgreifen, ich sage mal diese hier. Dann würde ich die 2 verarbeiten. Und als nächstes würde ich aber nicht die nächste von 1 ausgehende Kante betrachten, diese hier, die 1, sondern ich würde hier weitergehen, den bearbeiten und dann wieder weitergehen. Ja, und wenn ich hier dann sozusagen keine Nachfolger mehr finde, dann gehe ich irgendwann mal zurück, gehe nochmal zurück und gehe dann erst sozusagen dieser Kante. Das heißt, wenn wir das mit so einem Stack verarbeiten, dann geht das in Richtung Tiefensuche. Ich laufe erst ganz nach unten und bei der Queue wird das Ganze als Breitensuche organisiert. Bei so einer Breitensuche entfernen wir uns relativ langsam von diesem Startknoten und bei der Tiefensuche entfernen wir uns sehr schnell von diesem Startknoten.
Das Ganze sieht dann irgendwie so aus. Also ich rufe das mit einem Graphen G auf, mit einem Startknoten S. Initialisierung, jeder Knoten bekommt den Zustand undiscovered. In D merke ich mir quasi den Abstand von dem Knoten V zum Startknoten S. P von V ist der Vorgänger. Also als Initialisierung. Hier bekommt mein Startknoten den Zustand discovered. Der Vorgänger ist nil, der hat keinen Vorgänger und der Abstand zum Startknoten ist null. Q ist meine Datenstruktur zur Verwaltung der zu bearbeitenden Knoten. So, und das mache ich, solange das Ding nicht leer ist. Ich hole mir das erste Element raus, dann mache ich irgendwas damit, bearbeite Knoten U, was auch immer wir damit tun wollen. Für jeden Knoten in der Adjazenzliste, ja, also dieses ADJ von U, das sei die Adjazenzliste von diesem Knoten U. Ja, da machen wir irgendwas mit der Kante und gucken uns dann an. Wir machen eigentlich nur dann was, wenn der Endknoten dieser Kante V den Zustand undiscovered hat. Ja, dann bekommt er sozusagen erstmal den Zustand discovered, erhöhen die Entfernung um 1, Vorgänger wird gesetzt und schreiben uns dieses Element, was wir da neu entdeckt haben, in unsere Datenstruktur rein. Und so laufen wir im Prinzip da durch. Wird in der Breite durchlaufen. Das heißt, der Algorithmus stößt auf alle Knoten mit Abstand k vom Startknoten, bevor er auf Knoten mit Abstand k plus 1 trifft. Das habe ich noch nicht eingeführt als Begriff. Der entstehende Suchbaum enthält jeweils den kürzesten Weg vom Startknoten zu den übrigen Knoten. Da malen wir uns gleich ein Beispiel an. Und am Ende des Algorithmus gilt für jeden Knoten des Graphen, dass dieses D von U mir letztendlich sozusagen ja diesen Abstand angibt. Ja, wie viele Kanten muss ich durchlaufen, um von meinem Startknoten S zu meinem Knoten U zu gelangen? Also definiert mir im Prinzip so einen Abstandsbegriff im Graphen. Und was aber auch passiert, ich stelle fest, wenn nach Durchlauf des Algorithmus hier noch so ein Eintrag unendlich steht, was heißt das dann? Also initial bekommen die alle den Wert unendlich. Das ist mein Startknoten. Das Ganze ist mein Graph hier. Besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Knoten. Aber nur 7 Knoten davon sind quasi miteinander verbunden. Ja, dieser Knoten steht isoliert. Und in so einer Situation, wenn ich also bei diesem Knoten hier loslaufe, sagen wir mal, das ist irgendwie A, B, C. Ja, da würde am Ende gelten, D von H ist gleich unendlich. Wenn ich den Knoten H als Startpunkt wähle, genau, schreibe ich mal so hin, ja. Also D, der Wert von D von Knoten A bis G, die als den Wert unendlich, weil die erreiche ich vom Knoten H nicht. Wie groß ist der Aufwand? Das erste, das ist irgendwie, der erste Teil, der ist einfach. Der ist O von V. V ist also die Menge der Knoten. Das ist einfach eine Schleife über die Knotenmenge. Aber wie sieht es hier aus? Wie aufwendig sind die Operationen auf der Queue? Auch in O von V. Müssen wir uns jetzt noch irgendwie angucken, die Kanten. Das machen wir ja hier, die bearbeiten wir hier. Wie häufig packen wir denn die Kanten an? Genau, zweimal. Adjazenzliste eines Knotens. Sozusagen, wenn ich alle Adjazenzlisten hintereinander hänge, zu einer neuen großen Liste mache, wie lang wird die? Summe der Länge der Adjazenzlisten. Zweimal die Kanten, ne? Also irgendwie O von E. Wir machen das ganz grob. Jede Kante ist zweimal enthalten. Das heißt, die Laufzeit für das Durchlaufen der Kanten, das ist gerade diese Schleife von 9 bis 18, ist gerade O von E. Das heißt, Gesamtaufwand ist wie viel? V plus E. Das ist jetzt ganz egal, ob das ein dichter oder ein dünner Graph ist. Und jetzt können wir auch nicht sagen, V oder E ist kleiner oder größer. Das hängt jetzt wirklich dann von der Struktur des Graphen ab. Also wir haben sozusagen einen Teil in diesem Algorithmus, der orientiert sich an der Anzahl der Knoten und der andere Teil orientiert sich halt an der Anzahl der Kanten. Ja, und Gesamtaufwand ist V plus E. Also wir fangen an mit dem Algorithmus, stecken das S da rein, das ist discovered. Das ist hier unsere Q. Da steckt jetzt erstmal nur das S drin. Wir initialisieren das Ganze. Das S schreiben wir hier rein. Ja, und dann holen wir uns das erste Element heraus. Das wäre in diesem Fall das S. Machen da irgendwas mit und dann durchlaufen wir die Kanten. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, in welcher Reihenfolge die in dieser Liste da abgespeichert sind. Machen irgendwas mit den Kanten. Setzen den jeweiligen Zustand der erreichten Knoten um von undiscovered auf discovered. Erhöhen diesen Abstandswert. Setzen den Vorgängerknoten und tragen die Dinger dann da ein. Das heißt, wir würden in diesem Beispiel jetzt uns diese Kante angucken und diese Kante, das in der Schleife machen. Das heißt, wir würden statt dem S das A und das B da eintragen, würden dann den Zustand dieser beiden Knoten auf Discovered setzen und würden, wenn wir denn diese Schleife durchlaufen haben mit allen beiden, tragen die ein, schmeißen das S da raus und setzen den Zustand auf Completely Explored. Das heißt, der wird jetzt die Farbe
Rot bekommen, ja, von Grün auf Rot. S wird rausgeschmissen werden und A und B steht drinne. So, und dann würde man sich das erste Element rausnehmen. Das wäre jetzt beispielsweise das A. Würde dann die von A ausgehenden Kanten untersuchen. Das wäre also einmal diese Kante, diese Kante, diese Kante. Und nur die aufnehmen, die bislang noch nicht markiert sind. Das wären also C und D. Ja, B wird erkannt werden. Aha, der ist bereits discovered. Brauche ich mir nicht angucken. Ja, und würde dann C und D dort eintragen. Die würden einen anderen Zustand bekommen. Und wenn das passiert ist, wird der die Farbe Rot bekommen und hier gestrichen werden. Der nächste Eintrag aus der Queue, das wäre jetzt der Knoten B. Ja, der wird sich wieder diese Kante angucken. Nein, der wird sich schon alle Kanten angucken, die und die. Wird aber feststellen, Knoten S hatten wir schon, A ist schon, C ist auch schon entsprechend gesetzt. Das heißt, er wird nur den Knoten E neu eintragen. Ja, und wenn er das gemacht hat, dann ist der Knoten auch abgearbeitet und auch der wird seinen Zustand ändern. Und so geht das weiter und so fort. Und am Ende hatte ich eben noch nicht erläutert, dass mit diesem Suchbaum, der da quasi aufgespannt wird, wir fangen an bei dem Startknoten S. Ja, und im ersten Schritt hatte er sich angeguckt, den Knoten A und den Knoten B. Von A ausgehend den Knoten C und D. Und wenn man das weitermacht, dann kommt dann noch raus, von D kommt man nach F und H. Ja, und am Ende ist halt alles abgearbeitet. Alle Knoten haben dann diesen Zustand. Ganz einfaches Beispiel, systematisches Durchsuchen eines Graphen. So, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt nicht per Queue, sondern per Stack organisieren? Also BFS, Breitensuche, da wird der Graph in der Breite untersucht, bei Tiefensuche halt entsprechend in die Tiefe. Das heißt, es werden immer Kanten von neu entdeckten Knoten verfolgt. Ja, sobald ich sozusagen einen neuen Knoten entdeckt habe, arbeite ich nicht die Kanten meines Vorgängers vollständig ab, sondern gehe sozusagen immer ein Schrittchen weiter. Oder sind alle Kanten eines Knotens V untersucht, so gehe ich halt zum Vorgänger zurück und gehe dann auf die Kanten, die ich von da aus noch nicht bearbeitet habe. Also das ist die Idee von der Tiefensuche. Eine mögliche Implementierung. Verwende die entsprechenden Operationen hießen dann Pop und Push. Auch hier arbeiten wir wieder mit diesen Zuständen Undiscovered, Discovered und Completely Explored. Zusätzlich erhält jetzt jeder Knoten noch so eine zeitliche Markierung. Das ist letztendlich der Abstand. Also es gibt zwei zusätzliche Felder hier. Einmal das Feld D und das Feld F. Das ist quasi sowas wie ein Zeitstempel, wann ein Knoten entdeckt wird. Und F ist ein Zeitstempel, wenn ich einen Knoten vollständig abgearbeitet habe. Also wenn der den Zustand completely explored bekommt. Es ist ja zweigeteilt in zwei Routinen. Einmal diese Routine DFS, genauso. Wir stecken einen Graph da rein und einen Startknoten. Wird erstmal initialisiert. Jeder Knoten bekommt den Zustand undiscovered. Vorgänger ist auf nil gesetzt. Time wird als eine globale Variable verwendet, wird mit 1 initialisiert. So, dann gucken wir uns jeden Knoten an. Wenn der den Zustand undiscovered hat, dann rufen wir dieses DFS-Visit auf und dieses DFS-Visit, das sucht jetzt quasi in die Tiefe, indem es sich nämlich rekursiv wieder aufruft. Ja, wir setzen als erstes den entsprechenden Zustand, dass ich den Knoten nämlich entdeckt habe. Dieser Zeitstempel D wird gesetzt, das wird halt hoch inkrementiert. Und dann gucke ich mir halt die Kanten an. Ja, und hier durch diese Rekursion, die ich hier mache, die erspart uns jetzt hier die explizite Verwendung des Stacks. Ja, sozusagen das, was uns normalerweise in der vorherigen Implementation dieser Stack liefern würde, das liefert uns hier diese rekursive Verwendung. Ja, also wir steigen quasi hier in eine Kante ein. Wenn ich da einen neuen Knoten entdecke, ja, dann rufe ich mit dem sofort DFS-Visit wieder auf. Ja, hierdurch ist sichergestellt, dass wirklich jeder Knoten bearbeitet wird, auch wenn er nicht zusammenhängend ist. Das war beispielsweise bei der Implementierung, die wir eben hatten, nicht der Fall. Ja, wenn wir da mit einem Knoten eingestiegen sind, von dem aus ich nicht alle Knoten erreichen kann, dann hätten wir halt manche einfach nicht erreicht. Ja, und hier haben wir es jetzt aufgeteilt in diese zwei Routinen und dieser Teil sichert uns, dass wir wirklich alle Knoten erreichen. Ja, und die eigentliche Tiefensuche, die erfolgt halt hier in diesem DFS-Visit. Wie aufwendig ist das Ding? O von V, sowohl hier als auch hier, ne? Ist eine Schleife jeweils über die Knotenmenge. Und wenn wir dann auf so einen Knoten nochmal treffen würden, dann würden wir hier aber gucken, wir würden dieses DFS-Visit nur nochmal aufrufen, wenn der Knoten noch nicht entdeckt war. Das heißt, das kann niemals mehrfach aufgerufen werden. DFS-Visit wird für jeden Knoten genau einmal aufgerufen. Also insgesamt O von E für den Teil DFS-Visit und insgesamt O von V plus O von E. Aber jetzt im Unterschied zu eben, mit der Garantie, dass wirklich jeder Knoten betrachtet wird. Es gilt immer, dass D von U echt kleiner ist als F von U. Es gilt noch, dass
ist undiscovered vorm Zeitpunkt d von u, ist discovered zwischen d von u und f von u, completely explored nach f von u. Hier setzen wir einmal die Zeit, ja, direkt nach der Zustandsänderung, und hier nach der Zustandsänderung setzen wir dieses f von u. Wir fangen an mit dem Knoten hier, dem s. Das heißt, als erstes würden wir dfsvisit von s aufrufen. Der guckt sich dann die Kanten an, würde jetzt beispielsweise entweder zu a oder zu b, ich mache jetzt mal das Beispiel, dass a als erster Eintrag in der Liste drin steckt. Das heißt, wir hätten dann als zweiten Aufruf dfsvisit von a. Und ich trage mal hier irgendwie ein, sozusagen, welche Kanten da verwendet werden. Er geht quasi von hier los. Welche Kanten gucken wir uns an? Wir gucken uns diese Kante an, also von A ausgehend, von A nach S, würden wir feststellen, der ist schon bearbeitet. Und sagen wir mal so, die sind lexikografisch eingeordnet. Dann würde B, ne? Das heißt, wir würden uns jetzt hier diese drei Kanten angucken, AB, AC, AD, ja, und das wäre jetzt so der erste da drinne. Das heißt, der würde jetzt hier angeguckt werden. Wir würden über diese Kante darunter laufen und würden dann aufrufen, dfsvisit B. Ja, und da wird es dann halt so weitergehen. Als nächstes dann das C. Ja, noch keiner hat bislang den Zustand completely discovered erreicht. Visit von C aufrufen. Von C würden wir nach D kommen. Von D nach E. Von E nach F. Und von F nach G. Wenn wir in G angekommen sind, würden wir die Kanten untersuchen, würden aber feststellen, E war schon mal besucht, würden also zurückspringen. Würden in F weitere Kanten untersuchen, D war auch schon untersucht, würden wir auch zurückspringen. Kommen wir hierhin zurück. Hier nach B, nach C, die sind alle schon als discovered markiert, würden also zurückgehen. Ja, das wird jetzt sozusagen durch unseren rekursiven Aufruf automatisch passieren, müssten wir uns gar nicht drum kümmern. Und würden hier quasi neun Knoten entdecken. Das heißt, als nächstes würden wir dann den erkennen, den Knoten H, über diese Kante hier und würden neu eintragen den H. Und hätten dann sozusagen alle Knoten abgearbeitet. Wenn wir hier diese Liste komplett abgearbeitet haben und dann sozusagen aus der Rekursionsschachtel rausspringen, dann werden die auf Completely Explored gesetzt. Wenn ich hier an der Stelle zurückspringe, wird der markiert werden, dann der dann noch nicht, dann der. D wird als erstes gesetzt werden, dann war der Knoten 2 dran, dann war der Knoten B dran, Entschuldigung, dann der Knoten C kriegt den Eintrag 4, D bekam die 5, E bekam 6, F bekam 7, G bekam 8. Also sind jetzt sozusagen hier unten angekommen, stellen fest, wir bearbeiten jetzt die Kanten von G, würden hier erkennen, E ist schon abgearbeitet, das heißt, wo tragen wir jetzt die 9 ein? In der Spalte F, ne? Genau. So, dann als nächstes bei F kommt die 10 hin, ja? Springen zurück, dann die 11, kommen dann nach D, da tragen wir noch nichts ein, sondern jetzt wird als nächstes dieser Knoten H neu entdeckt, das heißt, hier kommt die 12 hin, hier die 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, das ist quasi die Reihenfolge D, wann entdecken wir einen Knoten, F, wann ist ein Knoten fertig abgearbeitet.